zusammen und ganz, ganz herzlich willkommen zu meinem monatlichen Beauty-Haul. Tatsächlich habe ich im Mai und in den letzten Wochen allgemein relativ viel wieder geshoppt und freue mich sehr, dass ich euch das heute zeigen darf. Ich habe unter anderem bei Douglas bestellt, bei Rituals selbst bestellt, dann war ich bei TK Maxx, bei Rossmann und sonst sind auch noch auf anderem Wege Produkte zu mir geflogen und ich freue mich sehr, wenn ihr jetzt dranbleibt, wenn ich die euch zeige. Bei Douglas habe ich tatsächlich zweimal bestellt. Einmal, weil es beim ersten Mal den Restock von der Hatice Schmidt Kollektion gab und ich da unbedingt noch was haben wollte und beim zweiten Mal, weil es coole Goodies gab und ja, dafür bin ich halt einfach anfällig. Was sollen wir machen? Auf jeden Fall, beim ersten Mal habe ich mir natürlich das bestellt, was ich aus dieser Hatice Schmidt Kollektion noch haben wollte. Ich hatte mir ja bei dem ersten Launch im Oktober, November, nur den Bronzer geholt, weil ich mir damals dachte, die Palette ist mir zu bunt. Ich muss wirklich sagen, das würde ich mittlerweile nicht mehr so sehen. Also, ihr kennt die bestimmt, die wurde schon 5000 Mal auf YouTube in die Kamera gehalten. Aber seit ich sie habe, habe ich damit vor allen Dingen natürliche Looks geschminkt. Also auch mein Look heute ist mit der Palette entstanden. Ich habe da vor allen Dingen eben diese Farben hier verwendet und jetzt noch nicht diese mega, mega farbigen. Ich bin gespannt darauf, die auszuprobieren. Bislang gefällt sie mir von der Qualität super, super gut, weil... Ja, also die Farben lassen sich so leicht verblenden, sind aber dabei eigentlich nicht so stark pigmentiert, was ich jetzt aber nicht schlimm finde, weil dadurch, dass sie sich so gut verblenden lassen, lassen sie sich auch gut aufbauen. Also ich muss sagen, ich bin von der Qualität wirklich begeistert, aber wie sie sich bei den Farben schlägt, muss ich sich noch beweisen. Also ich finde ja gerade diesen Mavi-Ton hier, also dieses Blau, super schön. Ich weiß nur nicht, wie das bei mir aussieht. Und welcher Ton mich bislang wirklich am meisten begeistert hat, war der hier. Das ist Hearty's Shade. Das ist so ein Glitzertopper, der so irisierend funkelt. Also ich habe den heute auch im Augeninnenwinkel und hier in der Mitte noch aufgetupft. Und ich muss wirklich sagen, so einen Lidschatten hatte ich noch nie. Und das zweite, was ich mir da mitbestellt habe, war was von Physicians Formula. Das ist ein Blush. Ich habe von denen schon den Butter Bronzer in der hellen Variante. Ich habe das Gefühl, die Marke ist so viel mehr in aller Munde, seit es das Ganze jetzt auch bei Rossmann gibt. Und ich habe mir die Farbe New Silk ausgesucht. Ich habe, als ich die ausgepackt habe, dachte ich mir so, hey krass, also die hat ja überhaupt keine Farbe. Und ich habe den heute aber auch drauf und ihr seht, es ist jetzt so nicht so mega overblushed, sondern relativ zurückhaltend. Also ich habe natürlich auch noch einen Highlighter und ein Konturprodukt hier drauf. Deswegen sieht es vermutlich doch recht viel aus. Aber wenn man im Alltag zum Beispiel nur den benutzt, ich finde, das ist so schön, so subtil. Der glitzert nicht. Und ich habe halt vor allen Dingen normal im Alltag immer eher so pfirsichfarbene oder so korallfarbene Blushes. Und so einen zurückhaltenden, zu allem passenden Ton hatte ich noch nicht. Und deswegen, ja, finde ich den echt gut. Und der hat sich diesen Monat wirklich schon, ja, bei mir ganz weit nach oben gearbeitet. Beim zweiten Mal habe ich mir dann was auf einen Zuschauertipp hingekauft. Und zwar hatte ich ja vor einigen Wochen, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, mein The Ordinary Video hochgeladen. Und ja, da zeige ich euch zahlreiche Produkte, die ich eben schon getestet habe. Und jemand hatte mir aber dieses Produkt hier noch empfohlen. Das ist von The Ordinary, das 100% L-Ascorbic Acid Powder, also ein Vitamin C Puder. Und Vitamin C war so ein Inhaltsstoff, den habe ich bislang eher so ein bisschen außen vor gelassen, weil der auch ja eine sehr hohe Anti-Aging-Wirkung hat und so ein bisschen gegen Pigmentstörungen wirken soll. Und ja, da habe ich jetzt nicht so den wahnsinnigen Benefit für mich gesehen, vor allen Dingen, weil ich ja auch sehr stark mit diesen Säuren gearbeitet habe. In der Lookfantastic Box hatte ich jetzt, glaube ich, im April ein Vitamin C Produkt drin und war davon echt total begeistert und deswegen war ich jetzt auch sehr geneigt, mir das hier zu bestellen. Also so sieht das Puder dann normal aus. Besonders daran ist es, dass es so ein Puder ist, dass man sich eben in seine Creme reinmischen kann. Ich finde es super praktisch, weil ich hätte mir jetzt nicht vielleicht nochmal so ein Pipettenfläschchen gekauft, einfach aus dem Grund heraus, ja, dass ich da nicht noch eins stehen haben will, das gleich aussieht. Ich ziehe eh immer per se das falsch raus und dass es dann natürlich immer so ist, dass man immer warten muss, bis es trocken ist und das kann man einfach in die Creme reinmischen, zack, und es ist kein zusätzlicher Schritt. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, werde es jetzt mal testen. Ja, also ich habe mich wirklich sehr gefreut über den Tipp und mich hat es dann auch nicht mehr losgelassen und deswegen musste ich es mir dann auch gleich besorgen. Das war jetzt auch nicht besonders teuer. Und dann habe ich mir noch ein Set mitbestellt. Ich kaufe ja gerade im Bereich der dekorativen Kosmetik sehr gerne Kleingrößen, einfach weil ich finde, dass man
ja, da ja nicht so schnell aufbraucht. Auf jeden Fall habe ich mir was von Becker gegönnt. Das ist dieses Set hier, das Summer Radiance Kit. Ich hatte ja schon mehrere so Kleingrößen von Becker und alles, was ich von der Marke hatte, fand ich bisher gut. Und deswegen wollte ich jetzt auch den anderen Primer ausprobieren. Also sehr bekannt ist ja dieser First Light Priming Filter. Das ist der, der so Fliederfarben ist. Den habe ich jetzt gerade leer gemacht. Aber ich wollte immer mal den anderen noch probieren. Und zwar ist das jetzt eine Kleingröße vom Becker Backlight Priming Filter. Ich bin super gespannt, wie der ist, weil ich dachte mir schon so, ja, der First Light Priming Filter ist so cool. Vielleicht kaufe ich mir den mal in groß. Aber ich teste jetzt erstmal vorher noch den und dann kann ich wirklich entscheiden, ob und was ich mir dann in groß kaufe. Und tatsächlich habe ich dieses Set dann eigentlich nur gekauft, weil ja, der Primer allein in dieser Größe wäre 2 Euro günstiger allein gewesen. Und im Set war halt noch was mit drin, und zwar das hier. Das ist natürlich auch von Becker, ein Bronzer. Und zwar der Sunlit Bronzer in der Farbe Capri Coast. Ich finde, mir kam der im ersten Moment sehr hell vor. Also wenn ich den jetzt hier so neben mein Gesicht halte, findet ihr auch, dass der hell ist. Er ist sehr stark schimmernd. Ich kann euch den mal hier swatchen. Also es ist kein grober Glitzer, aber es ist auf jeden Fall Schimmer. Und einen Schimmerbronzer finde ich jetzt nicht so super, aber kann man auf jeden Fall mal verwenden, auch für den Sommer. Ich habe mir auch gedacht, also wenn der mir als Bronzer nicht taugt, dann benutze ich den als Lidschatten. Ich finde ihn auf alle Fälle schön, werde ihn jetzt auch mal testen. Becker hat mich bislang nicht enttäuscht und deswegen dachte ich mir, ich ergreife jetzt einfach diese Chance und teste 2 neue Produkte noch aus. Ich zeige euch jetzt noch die Goodies, die ich für beide Bestellungen dazu bekommen habe. Beim ersten Mal gab es nur 2 und da habe ich mir erstmal das hier ausgesucht. Das ist von Kiehl's eine Maske, die hatte ich schon mal und fand sie gut, deswegen habe ich sie mitgenommen. Das ist die Cilantro and Orange Extract Pollutant Defending Mask, langer Name, war aber schön, deswegen habe ich sie nochmal mitgenommen. Und eine kleine Tube von Rituals, das ist aus der Dao-Serie die Handcreme, die ist mit weißen Lotus und Yi-Yi-Ren, was auch immer das sein mag. Also meine Lieblings-Ritual-Sorten, also an ganz oberster Stelle steht immer Happy Buddha, ich liebe diesen Duft. Und dann kommt Karma, das ist diese Sonderedition für den Sommer. Und Dao mag ich auch sehr gern. Ich habe von Dao auch das Body Spray. Und ich hatte ja jetzt eine große Tube Rituals Handcreme, die war in der Look Fantastic Box aus der Sakura-Serie mit dieser Kirschblüte. Die habe ich vom Duft überhaupt nicht gepackt. Also ich habe mir damit einmal abends die Hände eingecremt, bevor ich ins Bett bin. Dann musste ich wieder aufstehen, weil ich mir die Creme runterwaschen musste, weil mich der Duft so extrem in der Nase gekitzelt hat. Auf jeden Fall hat die jetzt meine Mama. Und die freut sich darüber und kommt damit mit dem Duft besser klar. Und ich habe jetzt eine Mini-Größe und freue mich darüber auch sehr. Und beim zweiten Mal gab es tatsächlich jetzt so eine Aktion, wo man sich zusätzlich noch 3 aus 10 Goodies aussuchen durfte. Da habe ich mich einmal entschieden für was von Origins. Origins? Origins? Das ist der Checks and Balances Face Wash. Das soll ein Reinigungsschaum sein. Ich habe schon mal reingeguckt. Ich finde, es sieht eher aus wie so eine Creme, die besonders gut auch für Mischhaut geeignet sein soll. Das sind so 30 Milliliter, ist vielleicht ganz nett unterwegs als Reinigungsprodukt. Oder vielleicht stelle ich mir das einfach irgendwo hin und benutze es dann mal mit. Ich habe jetzt von Origins tatsächlich noch nicht so viel getestet. Aber gut, wird sich ja jetzt ändern. Dann habe ich was getestet, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Und zwar, ich zeige euch mal die Außenverpackung, weil die ist schöner. Was von Benefit. Ich würde mir nie von Benefit ein Augenbrauenprodukt so kaufen, aber wenn ich es probieren kann, mache ich es schon. Das ist von Benefit das Cabrow Augenbrauengel in der Farbe 3. Ich hatte von denen schon mal diesen ganz dünnen Augenbrauenstift, den Precisely My Brow, auch in der Farbe 3. Der hat mir gut gepasst und ich fand den auch super. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, das hier auszuprobieren. Ihr seht, hier unten ist so die Pomade dran und wenn man das hier oben abzieht, dann ist hier der Pinsel. Und dann kann man das hier unten aufdrehen und praktisch so arbeiten. Ich weiß nicht, warum das Produkt dann so groß ist, ehrlich gesagt. Also Platzverschwendung ein bisschen. Aber ja, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Und das dritte, was ich mir dafür geholt habe, war das hier. Das ist was von Kiehl's. Und zwar ist es das Daily Reviving Concentrate. Das ist so ein kleines Fläschchen. Ich fand das Fläschchen auch so süß, ne? Deswegen musste ich es mir holen. Alles, was ich bisher auch von Kiehl's getestet hatte, fand ich gut. Und deswegen wollte ich das hier jetzt einfach mal auch austesten. Ich trauere immer noch meine Augencreme von Kiehl's hinterher. Und ja, vielleicht kann mich ja diese super süße Mini-Pipettenflasche darüber hinwegtrösten. Das kann gut sein. Und die anderen beiden Pröbchen, die ich dann sozusagen normal noch dabei hatte, war einmal was von Cora Organics. Das hatte ich tatsächlich noch nie gehört. Das ist ein Gesichtsöl, Noni Glow Face Oil.
Und ich hatte ja jetzt im Winter über Nacht immer Gesichtsöl benutzt und ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt gerade keins mehr, sondern benutze wieder Nachtcreme und ich trauere meinem Öl sehr hinterher. Also ich bin jemand, Gesichtsöl, ich hätte das nie gedacht, aber für mich ist das ja echt das Beste, weil momentan spannt meine Haut immer so ein bisschen, wenn ich abends ins Bett gehe und das ist natürlich nicht so cool. Und das Zweite fand ich dann auch super spannend, also ich kaufe mir ja selber nicht mehr so oft Lippenprodukte, einfach weil ich so viel habe, aber das wollte ich dann doch ausprobieren und zwar ist es der Waterstain Lip Gloss von Yves Saint Laurent. Ich hatte von denen schon diesen Tatouage Couture, auch in so einer kleinen Größe, ich fand den auch super. Die nehmen da nur immer so diese ganz extremen Farben als Pröbchen, da bin ich nicht so der Fan von, also ich zeige euch den jetzt hier mal. Das ist so ein Mini-Gloss und ich habe genau im Prinzip dasselbe als Liquid Lipstick. Und es soll so ein wasserartiger Gloss sein. Ich bin sehr gespannt, wie der ist, wie der sich auch auftragen lässt und wie dann auch letztlich die Farbe rauskommt. Weil ich finde, Glosse mit Farbe sind immer so ein bisschen schwierig. Aber vielleicht kriegt Yves Saint Laurent das ja hin und ich werde es jetzt auf jeden Fall mal austesten. Zum Muttertag habe ich dieses Jahr für meine Mama was bei Rituals direkt bestellt. Und dann konnte ich natürlich für mich jetzt auch nicht so an mir halten, aber weil ich dann dachte, Anna, kauf dir was Vernünftiges, habe ich mir das hier bestellt. Und zwar ist das ein Spülmittel aus der Happy Buddha-Reihe. Also wie schon gesagt, ist ja meine absolute Lieblingsserie. Das ist das Good Luck Liquid Dishwash mit Jasmin und Vetiver. Ich war dann, als es ankam, ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil es riecht viel weniger nach dem Happy Buddha-Duft als nach herkömmlichem Spülmittel. Also es riecht gut. Und ja, ist jetzt schon okay, aber ich glaube, ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen, je nachdem, wie natürlich auch das Spülergebnis damit ist. Ich muss nämlich sagen, meine Hass-Haushaltstätigkeit ist abspülen. Ich spüle so ungern ab, ich habe halt keine Spülmaschine und ich schiebe das auch immer vor mir her, solange es geht. Und ja, vielleicht habe ich dann mit Rituals ein bisschen mehr Spaß beim Spülen. Und es gab dann ab einem gewissen Einkaufswert dieses kleine Set hier bei Rituals dazu, das fällt hier leider drin rum. Das ist aus der Gesichtsreihe Ritual of Namaste. Einmal das hier ist die 24 Stunden Hydrating Gel Cream. Dann haben wir das Miracle 3 in 1 mit Zellenwasser und einen Skin Brightening Face Exfoliator. Also das sind lauter so Kleingrößen, 20 Milliliter, 30 Milliliter von dem mit Zellenwasser. Ich hatte an Gesichtspflege tatsächlich noch nie was von Rituals und ja, so Kleingrößen. Ja, die macht man dann schnell oder weniger schnell leer. Ich finde 20 Milliliter von der Gesichtscreme, da brauche ich persönlich schon richtig lang dafür. Also ich weiß nicht, wie andere Leute immer so schnell Cremes aufbrauchen. Ich habe gefühlt jetzt schon ein halbes Jahr, das langt gar nicht. Ich glaube ein Dreivierteljahr dieselbe Tagescreme und die wird einfach nicht leer. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Auf jeden Fall werde ich jetzt fröhlich spülen und dann danach auch diese Sachen ausprobieren. Und genau, das gab es für mich bei Rituals. Dann möchte ich euch zwischendurch kurz Sachen zeigen, die mir geschenkt wurden, wo ich mich sehr gefreut habe. Unter anderem hat mir meine ganz liebe Freundin Susi was aus Singapur mitgebracht. Und zwar hat sie, weil sie weiß, dass ich Masken liebe, mir hier zwei coole Tuchmasken mitgebracht. Das ist von der Marke Deer Packer, die Yeju Flower Cactus Sheet Mask. Und das ist die Canola Flower Sheet Mask. Ich fand die allein schon wegen der Verpackung dermaßen cool. Und ich freue mich wirklich drauf, die zu benutzen. Ich hätte richtig Lust auf so ein, so ein bisschen Korean Beauty, weil das ist eine koreanische Beauty-Marke, so ein Korean Beauty Maskentest-Video mal zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr da Lust drauf habt, aber ihr könnt mal da oben abstimmen, weil an die Produkte kommt man natürlich in Deutschland jetzt nicht so leicht dran. Trotzdem würde ich mich dafür interessieren und würde dann vielleicht auch so ein paar K-Beauty Masken noch kaufen, die man jetzt irgendwie vielleicht bei DM kriegt oder so. Also Sugo Beauty oder Too Cool for School sind ja so Marken, die es auch in Deutschland gibt. Und dann würde ich das mischen. Sagt mal Bescheid, was ihr davon haltet und stimmt hier oben ab. Dann habe ich noch was mit einer anderen YouTuberin ausgetauscht. Und zwar mit Cindy vom Kanal Rosa87Lee. Die hatte ein Video über Ampullen gemacht und fand in diesem Video halt so Ampullen von Barbour ganz toll. Und die hatte ich daheim hier noch rumliegen und hatte jetzt auch nicht vor, sie so unbedingt zu verwenden in nächster Zeit. Und deswegen habe ich die ihr einfach geschickt. Sie hat mir dann was zurückgeschickt. Einmal eine Tuchmaske von Dr. Satin oder Dr. Satin, die Caviar Vivify Collagen Mask. Die hat sie aus Taiwan mitgebracht bekommen, also finde ich auch richtig spannend. Und dann noch was von Dalton. Dalton Marine Cosmetics sieht man ja mittlerweile auch sehr viel auf YouTube, die kooperieren sehr viel. Und da hat sie mir mitgeschickt die Oxygen Bubble Mask, finde ich auch super spannend. Und da freue ich mich auch wirklich schon sehr, die auszuprobieren. Vielleicht wäre das auch was fürs asiatische Maskenvideo. Also stimmt ab oben.
Jetzt zeige ich euch noch ein paar Sachen, die ich gestern noch bei Rossmann ergattern konnte, beziehungsweise die ich einfach wieder gebraucht habe. Ich schminke ja meine wasserfeste Wimperntusche meistens, also ich habe mittlerweile auch eine Alternative, aber dazu erzähle ich euch am Freitag in meinem Monatsfavoriten-Video mehr. Benutze ich eigentlich ja Babyöl zum Abschminken meiner wasserfesten Mascara und mein Babyöl war leer und dann habe ich mir wieder eins geholt. Da marschiere ich dann einfach immer in die Babyabteilung bei Rossmann, ist das dann Baby Dream, und hole mir das ganz normale Pflegeöl. Ich habe jetzt irgendwie ein süßes neues Design mit so einem Eichhörnchen drauf. Also das benutze ich dafür immer. Dann brauchte ich neue Wattepads. Mein Wattepad-Verbrauch ist in letzter Zeit sehr zurückgegangen, aber ab und zu brauche ich noch welche. Und da habe ich mir jetzt wieder die Bio-Wattepads gekauft. Das ist die Maxi-Variante von Isana. Ich finde die sehr, sehr gut. Viel besser als die von DM. Und ja, die habe ich einfach gebraucht und habe sie dann mitgenommen. Und dann habe ich mir tatsächlich noch zwei Sachen an dekorativer Kosmetik gekauft. Einmal was ich richtig, richtig cool fand, dass es da eine Limited Edition gab. Und zwar liebe ich ja diesen Liquid Camouflage High Coverage Concealer von Catrice. Und da gibt's aktuell so eine Limited Edition. Also das könnt ihr daran erkennen, dass der Deckel so Roségold ist und da so EKG-Kurven drauf sind. Auf jeden Fall ist es aus der Limited Edition Our Heartbeat Project. Und vom Verkauf dieser Concealer werden 10% an einen guten Zweck gespendet. Ich glaube, das ist irgendwas mit Frauen, das, was sich irgendwie für Frauen stark macht, aber nagelt mich jetzt bitte nicht drauf fest. Auf jeden Fall dachte ich mir so, ja, also ich brauche den Concealer eh irgendwann mal wieder. Das hätte vermutlich auch in 2 Monaten oder so gelangt. Aber ich habe ihn jetzt einfach mal mitgenommen, weil ich dachte, damit unterstütze ich noch einen guten Zweck. Und dann habe ich mir was geholt, was mich sehr, sehr angesprochen hat. Und zwar hat Essence ja diese neue This Is Me Serie gelauncht. Das bedeutet, es gibt für jeden Hautton, also hell, mittel, dunkel und hell, mittel, gebräunt und dunkel, gibt es verschiedene passende Lippenstifte und dazu passende Nagellacke. Und ich fand das eigentlich sehr cool, weil ich mir gerade so bei Nude-Tönen manchmal schwer tue, im Laden hinzugehen und zu sagen, so, das steht mir jetzt und lässt mich garantiert nicht irgendwie merkwürdig, blass, gelblich oder sonst irgendwas aussehen. Und da habe ich mir jetzt was aus der Light-Variante tatsächlich geholt und den Lippenstift trage ich heute auch auf der Lippe. Die Nagellacke habe ich tatsächlich nicht so angesprochen, aber ich trage ja nicht so viel Nagellack. Und zwar ist es der This Is Me Lippenstift in der Farbe 01 Freaky. Ich finde, die Verpackung erinnert mich irgendwie sehr an L'Oreal. Die haben doch auch so weiße Verpackungen mittlerweile, oder? Und rauskommt so ein ganz normaler Lippenstift. Der ist so semi-matt, könnt ihr vielleicht auch hier sehen. Ich finde den eigentlich super, super schön und glaube ich auch total gut alltagstauglich einfach für mich. Das Einzige, was mich stört, Leute, ist wirklich der Duft, weil ich schwöre euch, Freundinnen von mir hatten, als wir klein waren, so ein Kinderschminkset. Und genauso rochen die Lippenstifte da drin. Also es riecht so ein bisschen nach Kinderschminke. Ich finde es ein bisschen unangenehm. Es geht noch, es verfliegt auf der Lippe selber relativ schnell. Aber ich dachte mir, ich probiere das mal aus. Und ja, ich hätte jetzt eigentlich nicht noch einen Lippenstift gebraucht. Aber ganz ehrlich, brauche ich überhaupt irgendwas? Also sonst gäbe es diesen Kanal nicht, wenn ich nichts brauchen würde. Dann möchte ich euch jetzt noch Sachen zeigen, die mir kostenlos zugeschickt wurden. Ich möchte da jetzt einen kleinen Vorspann dazu ablassen, weil es das erste Mal ist, dass ich eine Kooperation eingegangen bin. Ich kriege immer öfter Angebote für Kooperationen und ich möchte einfach, dass ihr wisst, dass ich, würde ich sagen, das meiste davon, also ich kann jetzt keine Prozentzahl nennen, ablehne, weil die Sachen nicht zu mir passen oder weil ich diese Kooperationen schon 50 Mal auf YouTube gesehen habe. Also ich brauche euch zum Beispiel nicht zu erzählen, dass ich Parfüm-Abos gut finde, weil ihr wisst alle, dass ich kein Parfüm benutze, beziehungsweise das sage ich halt ab und zu mal. Ich fände, das wäre unglaubwürdig. Und ja, ich möchte halt wirklich auch nur Sachen testen und dann Sachen daheim haben, die ich auch benutze und nicht irgendwas halt annehmen, damit ich was gratis kriege. Versteht ihr? Darum geht's für mich nicht. Deswegen habe ich mich jetzt wirklich gefreut, dass eine Firma auf mich zukam, die echt so ein bisschen auch so das verkörpert, was ich ganz cool finde. Und zwar handelt es sich um ein deutsches Unternehmen und zwar um die Firma Badefee. Badefee kommt aus Wuppertal und die feiern dieses Jahr auch ein großes Firmenjubiläum. Deswegen ja, gibt es da auch bald zahlreiche Aktionen von denen noch. Und die haben, glaube ich, ursprünglich so ein bisschen gestartet, damit Badeprodukte zu vertreiben. Und das wäre jetzt nichts für mich gewesen, weil ich habe hier ja keine Badewanne. Aber sie haben mir dann 3 andere Produkte zugesendet, die ich euch hier präsentieren möchte. So war das Ganze verpackt. Fand ich halt super süß. Die Designs sind so wirklich ganz, ganz girly und mädchenhaft und so. Und ich stehe auf sowas. Ich meine, guckt mal meinen Hintergrund an. Also jeder weiß, glaube ich, dass ich rosa liebe.
Und sie haben mir drei Produkte zugesendet, die ich jetzt in der nächsten Zeit einfach austesten darf. Ich habe auch gesagt, ich werde da vielleicht ein bisschen länger brauchen, bis ich mir wirklich eine Meinung gebildet habe. Und ja, mir ist es auch total wichtig, ehrlich mit euch zu sein. Und ich habe das Gefühl aber, dass diese Kooperation gut laufen wird. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass ich euch die Produkte kurz zeigen kann. Ihr werdet die dann eben in einigen Wochen in einem Review-Video mal wiedersehen, damit ich euch dann dazu meine Meinung sagen kann. Genau. Also ich hoffe jetzt, ich habe das bei anderen YouTubern immer gesehen, immer wenn man was zugeschickt bekommt, kriegt man Dislikes, weil man dann das Gefühl hat, die Meinung wird gekauft, aber so ist es hier überhaupt nicht. Also ich möchte euch das einfach nur sagen, ich lehne zahlreiche Kooperationen ab, die ich bei anderen YouTubern auf dem Kanal schon gesehen habe oder dann später gesehen habe, nur dass ihr das wisst, ich bin sehr wählerisch. Ja, genau, eigentlich muss ich mich zwar nicht rechtfertigen, aber irgendwie muss ich es doch. Jetzt zeige ich euch auf jeden Fall die Produkte, die mir zugesendet wurden. Einmal habe ich ein Duschgel bekommen. Das ist das Duschgel Softly Grape mit Traube und Vanille. Wichtig zu wissen, zu Badeface auch, alle Produkte sind vegan und nicht an Tieren getestet und haben einen relativ hohen Anteil an natürlichen Inhaltsstoffen. Ich werde mich mit den Inhaltsstoffen noch ein bisschen auseinandersetzen und euch dann in der Review dazu mehr erzählen. Ich bin mal sehr gespannt. Es ist noch verschweißt hier. Ich muss mal aufmachen, um dran zu riechen. Oh, das riecht tatsächlich nach Traube. Es riecht so ein bisschen nach Traubensaft, wie wenn man Traubensaft trinkt. Habe ich schon lange nicht mehr, aber ja. Also hier seht ihr auch, dass das Design ist wirklich so sehr süß. Und dann habe ich noch zwei Produkte zugeschickt bekommen, die mir wirklich auch auf dem umwelttechnischen Aspekt sehr, sehr gut gefallen. Und zwar ein festes Shampoo. Da haben sie auch einige verschiedene Sorten im Sortiment. Das ist einmal die Sorte Pampelmuse. Ich habe das jetzt noch gar nicht aufgepackt, werde ich jetzt auch noch nicht machen. Riecht aber sehr, sehr gut durch die Verpackung durch. Das ist auch nur so Papier. Das bedeutet, hier wird auch kein Plastik verschwendet. Es ist unter anderem Aloe, Kakaobutter, Macadamiaöl, Betain und Vitamin E enthalten. Ich habe ja bislang mit diesen festen Shampoos nicht so die besten Erfahrungen gemacht. Mir wurde dann aber auch gesagt, dass ich hatte ja das von Alverde, von DM getestet, dass die Inhaltsstoffe auch nicht so toll sein müssen. Ich werde mich jetzt, ich zeige es euch heute nur mal damit auseinandersetzen, werde es testen und euch dann auch dazu mein Fazit geben. Und dann noch ein Produkt, über das ich mich fast am meisten gefreut habe. Ihr habt sicher schon vielleicht mal in meinen Videos gesehen, dass ich diese Deo-Cremes von I+M ganz, ganz toll finde und mir am Anfang die Anwendung von Deo-Cremes gar nicht vorstellen konnte und dann am Schluss total begeistert war. Und deswegen habe ich mich jetzt sehr gefreut, dass ich auch hier ein Creme-Deo zugesendet bekommen habe. Das ist das Creme-Deo Samtweich. Und ja, das ist eine Deo-Creme mit Shea-Butter, Kokos und Mandelöl. Und ich muss wirklich sagen, ich finde es eine super Sache, einfach weil auch so eine Deo-Creme ja sehr, sehr ergiebig ist. Also man braucht längst nicht so lang für eine neue Flasche, also bis man eine neue Flasche braucht, wie bei flüssigen Deos. Und so sieht die Creme hier aus. Oh, die riecht total zurückhaltend. Das finde ich schon mal super, weil manchmal ist mir der Deo-Geruch, ich habe auch gerade so ein Deo, das ist mir einfach too much, so will ich gar nicht riechen. Und das werde ich jetzt auch mal austesten, auch wie gut das Ganze schützt. Und dann werdet ihr in einigen Wochen wieder davon hören. Und ja, ich finde es echt cool. Also schaut, wenn ihr möchtet, gerne mal auf der Webseite vorbei. Mir haben die überhaupt nichts gesagt vorher, auch so als Marke. Aber es gibt auch ein paar Sachen bei Douglas, gerade auch so Badetörtchen. Und also es ist alles ganz zuckersüß, wenn ihr so richtig, mädchenhafte Sachen wollt, dann seid ihr da genau richtig. Außerdem möchte ich euch noch was zeigen, was ich vor einigen Wochen bei Müller ergattern konnte. Das habe ich auch dank Cindy gesehen, die hat es in ihrer Insta-Story gepostet. Und zwar gab es von der Marke Sante, Sante ist ja Naturkosmetik, eine Box mit 10 Produkten für 10 Euro. Und das Ganze hat insgesamt einen Wert von über 50 Euro. Und da dachte ich mir so, ich liebe Sante, ich fand die meisten Produkte, die ich von denen hatte, echt super. Und dann habe ich die bestellt, mir in die Filiale liefern lassen und dann auch abgeholt. Die Box gibt es leider nicht mehr. Ich hätte euch da gern sozusagen direkt dann ein Video gedreht, aber die waren dann schon ausverkauft. Und dann dachte ich mir so, jetzt ist auch egal, ihr könnt sie eh nicht mehr kaufen. Ich kann euch eh sozusagen nur die Produkte zeigen, die drin sind. Und das werde ich jetzt auch machen. Es war alles so relativ umweltfreundlich, nur mit Papier verpackt. Und es sind echt Produkte, ich glaube 52 Euro ist der Wert. Ich war sehr, sehr begeistert und als ich die Box hier aufgemacht habe, kam mir als erstes ein Duft entgegen, von dem ich schon völlig betört war. Und zwar stammt der von diesem Duschgel. Das ist das Happiness Duschgel mit Bio, Orange und Mango. Und Leute, das riecht so, ich würde das am liebsten essen, ja. Also das riecht noch besser als frisch gepresster Orangensaft und ich stehe auf frisch gepressten Orangensaft. Also als auf der Getränkeebene gibt es für mich fast nichts, was noch höher steht. Und es riecht dermaßen gut, also
das unter der Dusche zu benutzen, da freue ich mich auch richtig, richtig drauf. Dann waren noch zwei weitere große Produkte in dieser Box enthalten. Auch natürlich von Sante. Einmal das Glanz-Shampoo mit Bio-Orange und Kokos und die Glanz-Haarspülung mit Bio-Birkenblatt und Pro-Vitamin B5. Bin ich mal gespannt, wie das ist. Ich hatte schon, ich hatte die Box dann ausgepackt, als ich mich mit ein paar Mädels getroffen habe. Und die Johanna meinte dann auch so, die hatte sie schon mal, sie findet die gut. Also bin ich wirklich, ja, schon mal gespannt, das auszuprobieren. Werde ich dann bald auch tun. So, jetzt wird es langsam um mich rum hier ein bisschen eng. Dann noch zwei große Tuben hier. Einmal das erfrischende Waschgel mit Bio-Aloe Vera und Chiasamen-Extrakt. Das roch sehr frisch, als ich mal reingerochen habe. Wird bestimmt ein gutes Produkt sein, kann ich mir nicht anders vorstellen. Und auch eine Handcreme dürfte nicht empfehlen. Das ist die Express-Handcreme mit weißer Tonherde und, jetzt kann ich es hier im Bildschirm nicht lesen, Mandelöl. Auf jeden Fall ist es eine Handcreme, auf die meine Mutter dermaßen schwört. Wir hatten die schon mal, ich glaube, war die mal in der Fairybox oder so? Auf jeden Fall, meine Mama, als ich gesagt habe, Mama, die Handcreme ist drin, hat sie sofort gesagt, die nehme ich wieder. Und das ist wirklich eine sehr gute Handcreme und meine Mama verbraucht viel mehr Handcreme als ich. Genau, das heißt, wir hatten jetzt hier insgesamt schon 6 Produkte drin, es folgen noch 4. Es ist noch ein Pflegeprodukt enthalten und zwar die sofort glättende Augencreme mit Teekomplex und Paracresse. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege die momentan permanent als Werbung irgendwo angezeigt. Also da geht Sante irgendwie relativ aggressiv vor, werbetechnisch. Die muss auch wirklich sehr gut sein. Ich habe da schon einiges Gutes drüber gehört und ich werde jetzt auch die gleich nehmen und mir dann ins Bad stellen, weil meine Augencreme ist leer. Rauskommt dann dieses süße Pumpspenderchen. Und ich bin schon mal wirklich gespannt, wie die ist. Dann war noch ein Tinted Lip Balm enthalten. Lippenpflegestift. Ich glaube, ich muss nichts mehr dazu sagen. Hätte wegen mir auch was anderes sein dürfen. Und zwei dekorative Produkte. Einmal eine Mascara. Die Big Catwalk Lashes Mascara. Und ein Beautifying Highlighter in der Farbe 02 Rose oder Rose. Also kurzum, für 10 Euro fand ich... Oh, ich habe was vergessen, es ist noch was drin. Eine Maske, die war ganz unten. Hupsi. Das ist die Hyaluron Anti-Age Maske. Ist jetzt vielleicht nicht so mein Alter, aber kann man trotzdem mal verwenden oder verschenken. Jetzt kommt mein Fazit. 10 Euro für die Produkte finde ich einfach mal mega krass. Also das waren jetzt auch alles so Produkte, die hätte ich mir jetzt vielleicht nicht selber gekauft. Also dieses Orangenduschgel oder auch die Augencreme. Aber das sind alles so Produkte, über die ich mich mega freue, dass ich die jetzt habe und dann benutzen kann und so. Und deswegen denke ich, die Box insgesamt hat sich für mich gelohnt. Und ja, ich hoffe, es gibt in nächster Zeit noch weitere so Aktionen. Ich glaube, es gab jetzt die letzten Tage irgendwann mal so eine Lavera-Box, aber da war ich dann irgendwie zu langsam und das war dann auch irgendwie für sensible Haut. Und dann dachte ich mir so, weiß ich nicht, ob das jetzt so meins ist, aber ich hoffe, dass Müller das noch mit weiteren Marken umsetzt und dann werde ich mir das auf jeden Fall auch holen. Und zum Ende des Videos zeige ich euch meine Ausbeute von TK Maxx. Ich musste da nämlich mal neulich ein bisschen Zeit totschlagen, als ich auf jemanden gewartet habe. Und dann bin ich halt zu TK Maxx. Ich meine, was macht man auch so? Auf jeden Fall gab es da im Ramschregal, also da, wo die reduzierten Sachen drinstehen, zweimal das hier. Das ist von Grow Gorgeous, das Scalp Detox Kopfhaut Peeling. Und das habe ich mir, ich glaube, vor ein paar Wochen schon mal gekauft. Da hat es 5 Euro gekostet. Und jetzt hat es jeweils nur noch 2,50 gekostet. Yay! Also habe ich sozusagen 2 für 1. Und generell kosten 190 Milliliter davon 35 Euro. Also ich habe jetzt 100 Milliliter im Prinzip für 5 Euro ergattert. Also das war ein super, super Schnäppchen. Da habe ich mich sehr gefreut. Und dann habe ich mir noch was mitgenommen von Nip & Fab. Nip & Fab, da hatte ich schon mal eine Maske bei TK Maxx gekauft, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Und das hier ist jetzt der 1-2-in-1 Produkt, nämlich der Teen Skin Fix Pore Blaster. An dem Tag, als ich dort war, hatte ich mal wieder einen ganz üblen Ausbruch im Gesicht. Und dann dachte ich mir so, Teen Skin hört sich so an, als würde das was für mich sein aktuell. Auf jeden Fall kann man das als Peeling benutzen oder als Maske. Ich habe es auch schon einmal benutzt und ja, das ist so eine ganz klassische, ausreinigende Maske und ich finde es eigentlich gut. Ich meine, man muss auch nicht immer diese Sachets kaufen, ist vielleicht jetzt auch nicht so das umweltfreundlichste, wobei ich jetzt mir da keine Meinung anmaßen möchte, ob ich jetzt lieber so ein Packen an Sachets kaufe oder lieber sowas aus Hartplastik. Also da kann ich jetzt die Umweltbilanz nicht ziehen, aber ich finde es für mich praktischer, wenn es in der Tube ist. Ja,
Und dann sind wir eigentlich am Ende mit meinem monatlichen Beauty Haul. Irgendwie ist es schon ziemlich eskaliert, habe ich das Gefühl. Auch wenn ich jetzt davon relativ wenig selber gekauft habe. Wisst ihr, wie ich meine? Also klar, ich habe zweimal bei Douglas bestellt. Da bei Rituals, da habe ich eigentlich für meine Mama bestellt. Dann halt die Müllerbox, aber das waren irgendwie nur 10 Euro. Und jetzt habe ich irgendwie trotzdem wieder so einen Haufen Produkte hier rumliegen, die ich jetzt gleich erstmal versuchen darf zu verstauen. Mich würde es natürlich total interessieren, was euch von den Produkten besonders interessiert. Dann werde ich das schnell testen, um euch darüber zu berichten oder auch langsam testen und dann irgendwann berichten. Ich möchte euch ja auch keinen Scheiß über die Produkte erzählen. Ob ihr vielleicht eine der Sachen schon probiert habt und damit schon Erfahrungen gemacht habt oder auch was ihr in letzter Zeit so Neues gefunden und geshoppt habt, finde ich auch immer spannend. Wie gesagt, ich lasse mich ja auch von euch sehr gerne anfixen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir super gerne einen Daumen nach oben. Oder wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann holt es super gerne nach. Es gibt jeden Monat einen kumulativen Haul. Also ich haule nicht jedes Mal, wenn ich zu DM gehe, weil ich kaufe meistens immer nur so 3, 4, 5 Sachen und davon ist die Hälfte Essen. Also von daher rentiert sich das nicht und ich sammle das einmal immer über den ganzen Monat. Also dürft ihr euch auch im Juni wieder auf ein Beauty Haul freuen. Bis dahin bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen, dass ihr euch ein bisschen Zeit genommen habt, dieses Video zu genießen hoffentlich. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe.